Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen hier an der Universität Liechtenstein in Vaduz zur Auftaktkonferenz Klimaschutz trifft Grundeinkommen, ökologische Fragen sozial beantwortet. Mein Name ist Helmo Pape und ich habe heute die Ehre, das Privileg, die Aufgabe, euch durch diesen ganzen Tag zu führen. Wir haben einige hochkarätige Keynote-Speakerinnen hier nach Vaduz einladen können. Die eine oder andere Online-Schalte ist auch dabei. Und wir wollen heute versuchen, die beiden Themen Klimaschutz und Grundeinkommen gemeinsam zu verhandeln. Und um diese Klammer zu bilden, möchte ich den ersten Redner des Tages vorstellen. Sein Name ist Fritz Hinterberger. Und Dr. Friedrich Hinterberger beschäftigt sich als Wissenschaftler, Autor und Politikberater seit 5 Jahren mit den Themen Nachhaltigkeit, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Arbeit, Wachstum, Lebensqualität und gesellschaftlicher Wandel. Nach dem Studium der Volkswirtschaft, insbesondere der Sozialpolitik, hatte er leitende Funktionen in der Nachhaltigkeitsforschung und Kommunikation an Universitäten, Instituten und NGOs in Österreich, Deutschland und Europa. Er hat so viele verschiedene Interessen, dass ich die gar nicht alle aufzählen kann, aber heute spricht er hier zu uns als Vizepräsident des Austrian Chapter des Club of Rome. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Fritz Hinterberger. Vielen Dank, Helmo. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute hier diese Konferenz eröffnen zu dürfen. Es ist nicht nur 5 Jahre, sondern 5 Jahrzehnte, die ich mich mit dem Thema beschäftige. So alt bin ich schon. Was mich vielleicht zu dieser Ehre, heute hier sprechen dürfen, qualifiziert, ist einerseits dieser Bericht, über den ich gleich reden würde, des Club of Rome, international und auch des österreichischen Club of Rome, aber eben auch, dass ich selber Volkswirtschaftslehre studiert habe im folgenden Jahrtausend, dann promoviert über Sozialpolitik und dann in die Umweltforschung eingestiegen bin am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Und das sind die Themen, die ich seither sozusagen versuche zu verbinden. Und einen Teil davon werde ich heute hier Ihnen präsentieren. Ich habe am Ende des Vortrags gibt es einen QR-Code mit der ganzen Präsentation und auch weiterführenden Links, weil was kann man schon in 18 Minuten sagen über das, was man in 50 Jahren gelernt hat. 50 Jahre deswegen, weil vor jetzt schon 54 Jahren dieser berühmte Bericht, die Grenzen des Wachstums, der erste Bericht an den Club of Rome erschienen ist. Und das war einer der Mitauslöser. Es war in dem gleichen Jahr die erste Weltumweltkonferenz, die UNEP, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, ist gegründet worden. In Österreich ist das erste Umweltministerium gegründet worden. In Deutschland übrigens sehr viel später. Und das war so einer der Ausgangspunkte dieser Debatte, die wir heute führen. Übrigens damals schon auch schon sehr stark mit dem Thema der Sozialpolitik und des sozialen Zusammenlebens verbunden. Was steht da drin? Es war eben damals schon, wir müssen uns unbedingt mit diesen Themen des Wachstums beschäftigen, weil wir sonst in eine große Krise kommen. Übrigens vor allem in eine ökonomische Krise. Der Bericht heißt Grenzen des Wachstums und das Thema war auch ein Umweltthema, aber es war vor allem das Thema, wenn wir und da nicht hinschauen, wenn wir die Ressourcen so weiter ausbeuten, dann ist es am Ende ein Problem für das Wachstum selbst, weil wir die Ressourcen brauchen, um weiter Wirtschaft zu betreiben. Und ich zeige gerne diese Folie, die nämlich zeigt, weil es oft dann heißt, ja, der Club of Rome, das hat ja alles nicht gestimmt, das ist ja alles nicht eingetreten. Wenn man sich anschaut, das ist eine dieser Kurven, übrigens eine von 12 Szenarien, die damals gezeichnet wurden. Das ist das Einzige, das sozusagen haften geblieben ist. Es gab auch Positiv-Szenarios, aber das ist das, was breit diskutiert wurde, 1972, wo man in die Zukunft geschaut hat. Das sind alles langfristige Trends, Ressourcenverbrauch, Weltbevölkerung, industrieller Output, Ernährung. Und da ist nicht gesagt worden, morgen geht die Welt unter, sondern es wird in ein paar Jahrzehnten wird es zu viel sein und dann werden diese ganzen Kurven nach unten knicken. Und wenn man da hinschaut, wo wir heute sind, dann sind wir ungefähr an der Stelle, wo damals
vorhergesagt wurde, aber jetzt nicht im Sinne einer Wetterprognose, sondern im Sinne von einer der Möglichkeiten, die wir leider dann gesellschaftlich, weltgesellschaftlich weiter verfolgt haben. Jetzt, 50 Jahre später, vor 2 Jahren, ist ein neuer Bericht, es sind dazwischen um die 50 andere Berichte erschienen, zu allen möglichen Themen, nicht nur zu Umweltthemen, zu Bildung, Arbeit, Alterung, alles Mögliche, positivere, negativere, pessimistischere Berichte. Vor 2 Jahren eben dieser neue Bericht Earth for All, A Survival Guide for Humanity, auch auf Deutsch und in etlichen anderen Sprachen, verfasst, nicht nur vom Club of Rome, sondern gemeinsam mit dem Potsdam-Institut, Stockholm Resilience Center und der Norwegian Business School, eine große Gruppe von Wissenschaftlern, Ökonomen, aber auch Aktivisten, die mit einem hochrangigen Beirat, ich blätter das nur so auf und wer sich weiter vertiefen möchte, lade ich ein, dann gerne in die Folien reinzuschauen. Kate Raworth ist da die Erfinderin des Begriffs Donut-Ökonomie, Janis Potocnik, der frühere Umweltkommissar in Brüssel. Und das Neue hier ist, dass man das viel deutlicher noch gemacht wurde. Es ist dieses Modell, mit dem damals schon gerechnet wurde, natürlich wesentlich überarbeitet und verfeinert worden. Es gab ja zwischendurch immer wieder Updates des alten Berichts, aber jetzt ist es wirklich sozusagen neu gemacht worden. Und es ist geschaut worden eben wieder auf die Umwelt, aber vor allem auf die Weltwirtschaft und auf die sozialen, auf die gesellschaftlichen Reaktionen darauf und zeigt, wie unterschiedliche politische Maßnahmen dann auf Wohlergehen, Ökosysteme, Gesellschaft wirken könnten. Und das ist das wichtigste Wort, wenn wir über Szenarien reden. In diesem Bericht, aus kommunikativen Gründen, man hat gelernt, aus dem anderen haben wir nur mit zwei Szenarien, werden zwei Szenarien gezeigt. Das eine und die Titel beschreiben es uns sehr schön, worum es geht. Too little, too late. Da ist eigentlich alles drin, was schon gemacht wird. Und es ist sehr viel passiert in den letzten 50 Jahren. Aber es ist eben zu wenig und immer noch zu spät. Und dann ist dagegen gestellt worden ein, was Sie genannt haben, ein Riesensprung, a giant leap, der zeigt, wie es doch noch gehen könnte, wie wir das Ruder noch herumreißen könnten auf einer globalen Ebene. Und das ist wieder in solchen Modellen gerechnet worden. Die beiden Szenarien hier, und ich gehe jetzt gar nicht auf die Details ein, wenn man auf die graue Linie schaut, dann ist die bei too little too late, das ist das Wohlergehen weltweit in der Gesellschaft, das im too little too late eher nach unten geht, also nicht nur die Wirtschaft, sondern eben auch das Wohlergehen, und das ist die Hauptveränderung. Im Giant Leap-Szenario würde es doch möglich sein, das menschliche Wohlergehen aller oder sehr vieler Menschen deutlich zu erhöhen. Es würde auch die Ungleichheit sinken, das ist das Thema, das uns heute beschäftigt, die sozialen Spannungen abnehmen und einiges mehr. Und die Essenz dieses Berichts ist, und das ist sozusagen, wird mit diesem Modell gezeigt, wie gesagt, keine Vorhersage, sondern Möglichkeiten, wie könnte sich die Zukunft entwickeln, dass es 5 große Kehrtwenden braucht. Und das ist jetzt auch vielleicht eine Neuerung, kommunikativ, dass das so zusammengefasst wird in 5 große Kehrtwenden, die nötig sind, um ein künftiges Wohlergehen für alle auf unserem begrenzten Planeten nötig macht. Und diese sind, und auch in dieser Reihenfolge, wie sie dann im Buch zu lesen sind, Ungleichheit, Ernährung, Energie, Armut und Empowerment. Wobei Ungleichheit und Armut hier so zu unterscheiden sind, dass es bei Ungleichheit um die Ungleichheit in unseren Gesellschaften geht. Bei Armut geht es um die globalen Verteilungen und die Armut in der Welt. Ich werde heute nur auf das Erste im Wesentlichen eingehen, aber dazu sagen, der wirkliche Schlüssel zu dieser großen Kehrtwende Earth for All ist, dass wir das alles brauchen, dass das alles ineinander greift, und nur wenn alles geht, und es ist auch dann so gerechnet worden, was würde passieren, wenn nur eins davon passiert, dann kommt es eben nicht zu diesen positiven Ergebnissen. Das heißt, wir müssen das alles sozusagen gleichzeitig lösen. Das ist die große Herausforderung. Zu unserem Thema kommen hier, Grundeinkommen, die Ungleichheitskehrtwende hat dieses Dreieck, diese oder Pyramiden, wie man das sehen will, ist immer von unten zu lesen, was man schnell machen könnte und was dann sozusagen wahrscheinlich etwas länger und größere Veränderungen bedeuten würde. Und ganz oben steht
ein Universal Basic Dividend. Da geht es im Wesentlichen, das legt sich jetzt nicht so fest wie ein Grundeinkommen, aber es geht eigentlich genau in diese Richtung, weil gesagt wird, wir müssen die Gewinne, die insbesondere Unternehmen machen, auf der Umweltseite, in der Ressourcenextraktion, die müssen wir abschöpfen, übrigens auch die Daten, die Gewinne, die sie mit Daten machen, und müssen sie setzen in eine Dividende, die wir dann an alle Menschen auf der Erde verteilen können. Es ist, ich habe auch in den Links, die Sie dann finden, wenn Sie, wenn Sie auf den, auf den QR-Code gehen, Detailpapers von Ken Webster insbesondere, der sich im internationalen Club um dieses Thema sehr verdient gemacht hat. Einige jetzt ganz kurz und wirklich nur schlagwortartig, bitte nachlesen, wen es interessiert. Die Key Messages dieses ganzen Berichts sind, und das finde ich schon sehr schön formuliert, Earth for All is possible and essential. Ich glaube, ich hätte früher immer gesagt, ja, das ist wichtig und es ist auch möglich. Aber sie drehen es um und sagen, es ist möglich. Und außerdem ist es auch entscheidend für das Weiterkommen auf der Welt. Warum? Weil das jetzige ökonomische System, und das auch ganz im Vordergrund, das ökonomische System destabilisiert nicht nur den Planeten, sondern auch die Menschen und führt zu Spannungen. Die Ungleichheit ist einfach schon destruktiv. So, und wir sehen das an allen Ecken der Welt, bis hin zu Kriegen, wohin uns das alles geführt hat. Wir müssen die Klimaerwärmung reduzieren. Je schneller, desto besser und desto erfolgreicher auch, aber auch desto billiger, sage ich mal. Es wird disruptiv sein, es braucht große Veränderungen, aber wir wissen eigentlich, was getan werden muss. Ich, wenn ich an gestern Abend so die Vordiskussionen schon denke, es ist eigentlich da, alles da. Wir müssen nur mal schauen, wie wir es machen können. Es ist leistbar, auch das wurde sozusagen gezeigt und berechnet, aber es braucht einen aktiven Staat. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass, die, dass es nur von unten kommt. Oft ist es in einer Umweltdebatte, ja, wenn wir alle vegan werden. Es muss sozusagen, es braucht sehr viel staatliche Intervention auch dazu. Wir müssen den Konsum hinterfragen. Es geht einfach nicht so weiter, insbesondere in den reichen Teilen der Welt und der Gesellschaften, dass wir so viel konsumieren. Und die Umverteilung dieses ist dann umso wichtiger, weil natürlich arme Menschen oder Menschen mit weniger Einkommen und Wohlstand da nicht mehr nach unten gehen können. Und es braucht einen großen politischen, eine große Bewegung letzten Endes, um diese Transformation auf politischer Ebene zu schaffen. Es gibt Zitate, die ich jetzt nur sozusagen nur die Namen zeige und zum Nachlesen einladen. Es war Piketty, es war der ehemalige Generalsekretär Ban Ki-moon, es ist Teresa Ribera, die stellvertretende Premierministerin von Spanien, und auch Vanessa Nakata, die Umweltaktivistin, die sozusagen dieses Umdenken, diese Kehrtwenden lancieren. Wir haben in Österreich im letzten Jahr, und ich nehme das nur als Beispiel, es kommt nächste Woche, in einer Woche kommt der Bericht für Deutschland auf den Markt im Ökom Verlag. Wir haben uns beschäftigt in Österreich, wie, was kann das jetzt, diese globalen Fragen, wie gehen die sozusagen, wie setzen die sich auf Österreich um? Und interessant ist, es gibt eine Umfrage, übrigens in allen Ländern, auch für Deutschland, ich glaube auch Schweiz, die sagen 69% stellen Gesundheit und Wohlergehen in den Vordergrund vor Profit und Steigerung des Wachstums. Der wirtschaftliche Erfolg sollte an der Gesundheit und des Wohlergehens gemessen werden, sagen 67%. Man kann sich dann fragen, warum wählen sie dann nicht auch so? Das ist, glaube ich, eine der Fragen, die wir hier auch klären müssen. Aber die Österreicherinnen und Österreicher, und das gilt auch für alle anderen Länder, die befragt wurden, mehr oder weniger, wünschen sich ein gutes Leben mehr als Wirtschaftswachstum. Wie haben wir das gemacht? Wir haben eben sozusagen versucht, das zu lesen und das jetzt für Österreich zu formulieren, aber nicht alleine, also diese Kehrtwenden innerhalb der planetaren Grenzen umzusetzen. Wir haben ähnliche Berechnungen gemacht, die zu ähnlichen Ergebnissen führen. Und wir haben den vor allem mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, mit Stakeholdern in Veranstaltungen, in Workshops, in Visionen, ich zeige Ihnen dann gleich ein Beispiel, gemeinsam erarbeitet. Nicht wir sagen es euch jetzt, wie das alles geht und was ihr machen müsst, sondern wir müssen das gemeinsam in der Gesellschaft
erarbeiten. In einer breiten, auch mit Unterstützung von Organisationen, die nicht nur finanziell, sondern vor allem auch ideell war. Ich zeige es an dem Beispiel, Maike Pokrowski hat geleitet den Bereich eben zu den Ungleichheiten. Wie schon gesagt, es ist dann wird berechnet anhand der Szenarien, es wäre möglich, den Gini-Koeffizienten, also dieses Maß für die Ungleichheit in der Gesellschaft, doch deutlich zu reduzieren. Der war auch schon sehr viel geringer in früheren Jahrzehnten. Das Spannendste war eigentlich dies, wir haben gemeinsam mit den, in dem Fall waren es etwa 20, im Energiebereich waren es etwa 50 Menschen in einem Raum, auf Grundlage einer Online-Umfrage, die wir vorher gemacht haben, eine gemeinsame Vision zu erarbeiten. In ungefähr 1 bis 2 Stunden haben wir das geschafft und Sie sehen hier, ich will es auch nicht jetzt im Detail vorlesen, das Grundeinkommen in der 4. Zeile spielt auch eine wesentliche Rolle. Auch Helmo war dabei, kann sich erinnern, es gab auch durchaus harte Debatten, aber es ist dann so sozusagen als gemeinsamer Konsens, dem dann alle eben zustimmen konnten und keine wesentlichen Einwände mehr gab, akzeptiert worden von den Anwesenden. Ich habe von dieser Broschüre ein paar Exemplare mit, ich kann die dann rauslegen, da ist das auch alles nochmal ausgedruckt. Die Hebel, die ich vorher in dieser Pyramide gezeigt habe, sind dann von uns, von in dieser Gruppe zusammen sozusagen adaptiert worden und eben als Umverteilung und Steuergerechtigkeit, Mitsprache, Chancengleichheit, Transparenz und Paradigmenwechsel neu formuliert worden. Und das haben wir für alle diese 5 Bereiche Kehrtwenden gemacht. Jetzt im Herbst und im nächsten Jahr werden wir dann schauen, wie wir das wirklich zusammenführen können. Ein paar Schlagworte noch. Wir brauchen ein progressives Steuerpaket. Wir brauchen einen Ausgleich für Benachteiligungen, die sich gerade auch aus den ökonomischen und aus den ökologischen und sozialen Schäden ergeben. Wir müssen die Grundbedürfnisse sichern. Also vieles, was hier sicher in den nächsten Stunden auch wir hier diskutieren werden. Wir brauchen Mitsprache. Es reicht nicht, dass eine progressive Partei sagt, so wir verteilen das jetzt alles um, sondern es muss wirklich die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, um die Richtung auch wirklich zu erarbeiten. Und es braucht einen Paradigmenwechsel in Bildung, es braucht eine Deglobalisierung, es braucht die Entwicklung positiver Zielbilder. Und man sieht schon, dass, obwohl wir hier nur über Ungleichheit gesprochen haben, diese Zusammenhänge zwischen den Themen auch sehr stark formuliert wurden. Hier die Namen der Menschen, die an diesen 2 Tagen, die wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, auch dabei waren und die das auch tragen. Martin Schenk ist eine Person, die in Österreich sehr bekannt ist, aber auch viele andere, Helmo Pape habe ich schon genannt. Ein wichtiges Thema dabei ist immer wieder die Wirtschaft. Es gibt sozusagen ein Overarching-Kapitel in dem Bericht. Das heißt, wie können wir unsere Wirtschaft reorganisieren? Eine Wirtschaft, die den Bedürfnissen der Menschen dient. Wir brauchen einen aktiven Staat und eine solche Wirtschaft braucht ein Monitoring, die zeigt, dass es in die richtige Richtung geht, dass wir das dann auch wirklich messen können, dass wir wirklich sagen können, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 50 Jahren haben wir das geschafft, was wir uns damals vorgenommen haben. Manchmal lügt man sich da ein bisschen in die Tasche und natürlich auf politischer Ebene wird dann gesagt, ja, wir haben das eh alles erreicht. Wir brauchen wirklich Umstellung in allen Bereichen. Und es gibt schon viele Ansätze, die ich hier genannt habe, die auch in diese Richtung gehen. Wie gesagt, wir werden weitermachen. Ich freue mich auch auf eure Kommentare und schauen Sie rein in die Dokumente. Hier ist der Bericht zum Runterladen und da bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den Rest des Tages. So, wir kommen zur nächsten Keynote, zum Auftakt. Und zwar haben wir Leo Köppel zu Gast. Leo Köppel, 27 Jahre, studiert Umweltingenieurwesen und ist seit gut 3 Jahren bei den Fridays for Future in München aktiv. Fridays for Future streiken seit Jahren weltweit für mehr Klimaschutz. Seit 2019 geht Leo regelmäßig für mehr Klimaschutz auf die Straße, organisiert Demonstrationen und hält auch Reden vor tausenden Menschen.
Wenn Leo sich nicht gerade für mehr Klimagerechtigkeit engagiert, findet man Leo entweder im Pferdestall oder ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich mit mir Leo Köppel. Als ich anfing, diese Rede zu schreiben, zerstörte gerade der Hurricane Helene in Florida große Teile des Landes. Als ich den ersten Entwurf dieser Rede fertig hatte, bekam ich die Push-Nachricht, dass dieser Sommer den größten Eisverlust seit Messbeginn bei den Gletschern in der Schweiz verursacht hat. Als ich auf dem Weg hierher nach Liechtenstein war, kam in den Nachrichten, dass mindestens 14 Menschen durch schwere Überschwemmungen und Erdrutsche in Bosnien-Herzegowina ums Leben gekommen sind. Und gerade während ich hier stehe, sind tausende Menschen wegen den Folgen des Klimawandels auf der Flucht. Das alles ist die Klimakrise. Die Klimakrise ist real, sie ist jetzt und sie ist ungerecht. Es ist ungerecht, dass wir junge Menschen Angst um unsere Zukunft haben müssen. Als junger Mensch bin ich wütend, dass die Generationen vor uns es so lange versäumt haben, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Ich bin wütend, dass viele Erwachsene mehr Sorge mit der Abwesenheit ihrer Kinder und Jugendlichen in der Schule als um die Zukunft der Menschheit und somit die Zukunft ihrer Kinder haben. Ich bin wütend, dass die PolitikerInnen so handeln, als hätten sie noch ewig Zeit. Unsere Welt steht bereits in Flammen. Wir wissen es alle. Jeden Tag kommen neue Schlagzeilen zur Klimakrise. Das wird auch nicht aufhören, aber das ist die einzige Welt, die uns bleibt, die einzige Welt, die wir haben. Und das fühlt sich verdammt ungerecht an für uns junge Menschen. Die Menschheit ist kurz davor zu scheitern, kurz davor, diese einzige Erde komplett zu zerstören. Aber noch sind wir nicht gescheitert, noch haben wir Zeit, das zu ändern, und das liegt an uns. Es geht um meine, um unsere Zukunft, und deshalb freut es mich auch sehr, dass wir von Fridays for Future heute auch hier sein dürfen. Die Klimakrise ist eben kein reines Umweltproblem. Sie ist auch eine Gerechtigkeits- und soziale Krise und muss deshalb gemeinsam gelöst werden. Doch diese zentrale Seite des Themas wird bisher viel zu wenig mitgedacht. Deswegen fordern wir als Fridays for Future auch Klimagerechtigkeit. Aber was heißt Klimagerechtigkeit für uns? Um Klimagerechtigkeit zu verstehen, müssen wir uns zuerst die Klimaungerechtigkeit anschauen. Und dafür blicken wir mal kurz ca. 250 Jahre in die Vergangenheit. Damals begannen die Menschen Fabriken zu bauen, es kamen die ersten Autos, dann die ersten Flugzeuge, Kohlekraftwerke wurden gebaut und so weiter. Kurz gesagt, die Menschen fingen an, durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen CO2 in die Luft zu blasen. Diese sogenannte Industrialisierung begann aber nicht auf der ganzen Welt gleichzeitig, sondern vor allem in Ländern des globalen Nordens. Diese Industrieländer produzieren also schon seit sehr vielen Jahren viel CO2 und haben deswegen den Klimawandel mit am stärksten verursacht. Mittlerweile gibt es Länder, die genauso viel oder sogar mehr CO2 in die Luft blasen, zum Beispiel Indien, aber historisch gesehen haben sie immer noch sehr viel weniger CO2-Ausstoß als zum Beispiel Deutschland. Da sich das CO2 kaum abbaut, werden die Emissionen nämlich historisch addiert. Und die Länder, die jedoch am meisten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, sind nicht die Industrieländer, sondern die Länder im globalen Süden. Also diejenigen, die die Klimakrise am allerwenigsten verursacht haben. Während die Länder im globalen Norden, die am meisten zum menschengemachten Klimawandel beigetragen haben, am wenigsten die Folgen spüren. Gleichzeitig haben aber die Länder im globalen Süden viel weniger Geld, um sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Das alles ist ungerecht. Die Klimakrise ist also eine Gerechtigkeitskrise. Jedoch ist die Klimakrise nicht nur auf globaler Ebene ungerecht. Wie stark jemand von den Folgen der Klimakrise betroffen ist, hängt nämlich von vielen Faktoren ab. Es macht einen Unterschied, ob der Mensch eine Frau oder ein Mann ist, ob der Mensch arm oder reich ist, ob der Mensch jung oder alt ist und auch, ob der Mensch behindert oder nicht behindert ist. Warum ist es so? Frauen haben zum Beispiel meist einen niedrigeren sozialen Status. Auch hier im globalen Norden ist es immer noch so, dass die Frauen überproportional häufig von Armut betroffen sind. Frauen arbeiten häufiger in der Pflege oder im Haushalt. Sie haben weniger politische und auch wirtschaftliche Macht
und tragen gleichzeitig, statistisch gesehen, auch weniger zum Klimawandel bei als Männer. Auch das liegt an den gesellschaftlichen Strukturen. Sie fahren zum Beispiel seltener eigene Autos und geben weniger Geld für Luxusgüter aus und produzieren dadurch weniger CO2. Folglich gibt es keine Klimagerechtigkeit ohne Gendergerechtigkeit. Das erklärt zum Beispiel auch, warum reiche Menschen mehr CO2 ausstoßen als ärmere. Sie haben in der Regel größere Häuser, deutlich mehr Konsum, machen sehr viel häufiger Flugreisen oder haben sogar Privatjets und Luxusjachten. Und das führt sogar so weit, dass die reichsten 10% der Weltbevölkerung für die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Gleichzeitig ist wiederum die ärmere Bevölkerung deutlich mehr vom Klimawandel betroffen. Sie leben oft in weniger gut isolierten Häusern und in größeren Städten. Dadurch gefährden Hitzewellen diesen Teil der Bevölkerung zum Beispiel umso stärker. Das ist soziale Klimaungerechtigkeit. Und warum ist es uns jungen Menschen gegenüber ungerecht? Weil wir in Zukunft deutlich häufiger unter den Wetterextremen leiden werden als noch unsere Eltern oder Großeltern. Wenn in der Politik über die Zukunft geredet wird, dann wird meist nicht weiter als 2050 gedacht. Da habe aber ich noch die Hälfte meines Lebens vor mir. Das heißt, wir dürfen dann ausbaden, dass die Generationen vor uns versäumt haben, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Das zeigt, dass viele Faktoren dafür sorgen, dass die Klimakrise eine Krise der Gerechtigkeit und eine Krise der Menschenrechte ist. Das heißt, wenn wir die Klimakrise meistern wollen, müssen wir auch die soziale Krise aktiv mitdenken. Klimaschutzmaßnahmen müssen so gestaltet werden, dass niemand vergessen wird. Und in diesem Sinne freuen wir uns über die heutige Konferenz und sind auch als junge Menschen gerne und aktiv dabei.